der MPS aufgrund der standardisierten Erhebung und aufgrund der Vergleichbarkeit ist definitiv der beste Wert, um letztendlich einen ersten Start zu setzen und zu sehen, wo stehen wir jetzt und wo stehen wir in 12 Monaten oder wo stehen wir in 24 Monaten. Carsten, herzlich willkommen hier in unserem CXone TV-Studio. Bevor wir loslegen mit dem Interview, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist, was du machst. Ja, mein Name ist Carsten Hilbers. Ich bin für den Bereich Customer Experience bei der Tele Columbus verantwortlich. Die Tele Columbus ist ein Glasfaseranbieter, ein Kabelanbieter im deutschen Markt. Konkurriert mit der Unity Media, mit der Vodafone Kabel Deutschland, mit einer Telekom, mit einer 1&1. Und wir vertreiben typische Themen oder typische Produkte wie Internet, TV, Festnetzangebote, Mobiltelefonangebote. Und in meinem Bereich sind wir verantwortlich für die Messung der Kundenzufriedenheit, für die Messung des Net Promoter Scores und für die Ableitung von Verbesserungs- und Handlungsmaßnahmen aus den Messergebnissen. Cool. Kannst du mal so eine klassische Customer Journey einmal erklären? Also an wie viele Touchpoints habe ich überhaupt Kontakt mit euch? Weil rein online getrieben ist das ja nicht, ne? Also so stelle ich mir das nicht so vor. Wir haben 4 Customer Journeys bei der Tele Columbus bei Pure. Einmal die Onboarding Journey, heißt bei uns Order to First Bill. Das ist quasi so die Journey, wo der Kunde gerade gekauft hat und das Produkt installiert bekommt. Dann haben wir die erste Rechnungs-Journey, die Contact-to-Cash-Journey. Dann gibt es eine Journey, die Issue-to-Resolution, das ist die Entstörungs- oder Störungs-Journey, wo der Kunde erste Störung oder vielleicht eine Störung letztendlich vorliegen hat und entstört wird, im besten Fall. Und letztendlich die Track-to-Win-Back-Journey, das ist die Journey, die sich mit Kündigung und Anti-Attrition-Retention-Management beschäftigt. Und im Rahmen dieser Journey, es gibt unterschiedliche Touchpoints. Das Touchpoint Contact Center, der technische Service, also die Techniker, die rauskommen zum Kunden, das Thema App, was der Kunde nutzt, Kundenportal, Self-Service, Online-Bestellung, Website und letztendlich natürlich auch der Vertrieb. Sprich, wenn der Kunde in die Filiale kommt und dort Fragen stellt oder das Produkt kaufen möchte, ist das für uns auch ein ganz wesentlicher Touchpoint für uns. Sehr, sehr spannend. Also jetzt gerade in diesem Bereich Telekommunikation stelle ich mir das ja schon echt notwendig vor, dass ihr so nah am Kunden seid, weil er durch die Demokratisierung der digitalen Kanäle, sage ich jetzt mal, viel mündiger geworden ist. Ne? Also er kann ja viel, wenn ich unzufrieden bin, sitze ich das halt nicht mehr aus, sondern ich poste das auf Facebook oder beschwere mich über andere Kanäle. Ne? Absolut. Ja, und das umso cooler, dass ihr überall schon quasi bereit seid. Jetzt habt ihr ganz viele Touchpoints, unglaublich viele Daten. Wie seid ihr aufgestellt organisatorisch? Wie kriegt ihr das abgewickelt? Auf der einen Seite strukturell, auf der anderen Seite technisch. Wir haben einen Customer Experience Bereich neu gegründet. Der ist im Mai 2018 unter meiner Führung neu aufgesetzt worden. Die Customer Experience Manager sind nach Touchpoints definiert oder nach Touchpoints zugeordnet. Ich habe also einen Touchpoint Manager für Contact Center, einen Touchpoint Manager für Vertrieb, einen Touchpoint Manager für Geschäftskunden, einen für den technischen Service, für digitale Medien und unter anderem auch Manager für Marktforschung bzw. für die Wohnungswirtschaft, die für uns ein Key-Klientel darstellt. Und haben darüber hinaus in den unterschiedlichen Fachbereichen Ansprechpartner, ich nenne sie jetzt mal Customer Experience Champions, die wir ansprechen können, mit denen wir interagieren als, Kollege, Kollegin, um halt die Themen vor Ort dann implementieren zu können, weil wir nicht alle Themen von den Ressourcen umsetzen können. Dafür brauchen wir dann halt auch ein bisschen mehr Manpower in den Fachbereichen. Habt ihr euch den NPS als System quasi auch geschnappt und ich habe auch heute auf der Konferenz sehr, sehr viele andere Vorträge gehört, durfte Interviews führen und mir ist immer wieder aufgefallen, wie simpel eigentlich diese Methode ist. Auf der einen Seite, dass es relativ klar messbar ist, auf der anderen Seite, wie schwierig es ist, in die gesamte Organisation zu tragen. Absolut. Was sind denn, auf welche Kernbereiche hat denn der NPS Einfluss bei euch, beziehungsweise was sind eben die Unternehmensbereiche, die damit direkt korrelieren? Also im Wesentlichen sind es die Servicebereiche. Sprich unser Contact-Center-Bereich, unser Partner-Management-Bereich, der Vertriebs- und der technische Service-Bereich. Natürlich auch der Finanzbereich, weil MPS-Ergebnisse
stark korrelieren mit Churn Rates, stark korrelieren mit Cross-Selling und Upselling. Das heißt, Kunden, die einen hohen NPS besitzen, also die sogenannten Promoters, haben in der Regel auch einen sehr starken, höheren Customer Lifetime Value und eine geringere Churn Rate, also eine geringere Wahrscheinlichkeit abzuwandern und auch einen größeren Produktbesitz letztendlich. Und da ist es natürlich wichtig, das abzubilden und dem Finanzbereich halt auch zu zeigen, wo der Value letztendlich halt auch steht oder worin er besteht. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Zum Management haben wir eine sehr starke Schnittstelle, ja, weil wir regelmäßig beim Management über Updates berichten müssen und auch sicherstellen müssen, dass die Masterplan-Projekte, die wir uns gesetzt haben, dass die halt auch on time abgeliefert und abgeschlossen werden. Mhm. Ihr generiert ja unglaublich viele Daten, ne, durch die einzelnen Touchpoints. Und das ist ja nur machbar mit guten Systemen, mit Automatisierung. Mhm. Die Deutung dieser einzelnen Daten, stelle ich mir zumindest immer noch so vor, funktioniert nicht automatisch. Sondern ist jetzt eine Frage, wie wertet ihr diese Daten aus? Mhm. Und ist das täglich, ist das stündlich, seid ihr technologisch gestützt, ist das ein Wochenmeeting? Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wir nutzen ein transaktionales Feedback-Tool bei uns, was im Markt sehr bekannt ist. Und dieses Feedback-Tool ermöglicht es uns, den Kunden in Real-Time diese Zufriedenheitsbefragung und der NPS-Befragung zur Verfügung kommen zu lassen. Das wird in der Regel 24 Stunden, nachdem der Case im CRM-System geschlossen wird, erhält der Kunde eine Befragung via SMS oder E-Mail, antwortet dann dementsprechend darauf mit einer sehr hohen Response-Rate zum jetzigen Punkt. Und die Ergebnisse werden dann über sogenannte Treiberanalysen automatisiert ausgewertet. Wir kriegen also schon eine Vorclusterung der Ergebnisse aus den Freitexten. Und die Aufgabe meiner Customer Experience Manager liegt dann darin, diese geclusterten Ergebnisse dann dementsprechend auszuwerten, Trends zu identifizieren, zu sehen, an welchen Stellen sich der NPS positiv entwickelt oder wo wir unter Umständen leider einen rückwärtsgerichteten Trend halt sehen. Und an welchen Stellen wir Handlungsmaßnahmen halt haben, um beispielsweise einen Treiber, beispielsweise Erreichbarkeit oder Wartezeit im Contact Center oder Prozesslängen in den einzelnen Journeys dementsprechend optimieren zu müssen. Wie stark müssen sich die einzelnen Fachbereiche dort noch einklinken in dem Prozess? Also ich stelle mir das so vor, ihr sitzt dort, macht eine Datenanalyse, es gibt mal in einer Woche eine krasse Abweichung irgendwohin sozusagen, aber ihr könnt ja nicht immer alles wissen sozusagen, ne? Von regionalen Trends, war es das Wetter, gab es einen Produktlaunch und so. Wer ist Teil dieses Auswertungsgremiums oder wie geht ihr da vor? Wir stellen die Ergebnisse den Fachbereichen vor. Das heißt, die Fachbereiche haben zwar auch Zugang zu diesem E-Mail, transaktionalen E-Mail-Tool oder MPS-Messtool. Die Auswertung liegt aber bei uns. Das ist auch gewollt, weil wir letztendlich die Ergebnisse neutral beurteilen sollen und neutral auswerten sollen und auch selber Handlungsempfehlungen ja ableiten sollen. Wir stellen sie also den Fachbereichen vor. Der Fachbereich nimmt diese Ergebnisse, bekommt unsere Handlungsempfehlungen, unsere Verbesserungsmaßnahmen, die wir vorschlagen, reichert die mit eigenen Verbesserungsvorschlägen noch an und dann wird es in einem cross-funktionalen Meeting diskutiert, welche Maßnahmen priorisiert umgesetzt werden sollten. Also es ist letztendlich eine cross-funktionale, kollaborative Diskussion, die wir an der Stelle führen. Es ist also nicht so, dass wir jetzt vordiktieren, ihr müsst jetzt die Themen A, B und C umsetzen, sondern es ist eher ein Miteinander, sich darauf zu verständigen, was sind die Prioritäten und an welchen Stellen verständigt man sich auf die gleichen Themen, die aus unserer Richtung bzw. aus der Richtung des Fachbereichs identifiziert worden sind. Jetzt seid ihr aus meiner Sicht ja schon ziemlich fortschrittlich unterwegs, was eben nicht nur wie im E-Commerce eine Frontend-Optimierung oder Abfragen nach einer Versandbestellung oder sowas abgeht. Welche Branchen sind noch ähnlich weit wie jetzt ihr in der Telekommunikationsbranche? Siehst du dort was? Definitiv der Bankbereich. Ich komme aus dem Bankbereich, habe bei Citigroup und Barclays lange Zeit gearbeitet. Beide Firmen nutzen MPS als KPI sehr intensiv. Haben auch transaktionale Feedback-Systeme im Einsatz. Da gibt es ja unterschiedliche, von Confirmit über Medallia, über Zenloop. Es gibt ja unterschiedliche Tools, die da alle im Grunde genommen den gleichen Nutzen abliefern.
zu unterschiedlichen Kosten mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Aber der Bankbereich ist da sehr fortschrittlich, auch im Customer Journey Mapping, also die Analyse der Customer Journey, die Identifikation von Moments of Truth. Da sind Banken schon sehr, sehr weit, beziehungsweise der Finanzsektor insgesamt sehr weit. Ich sehe auch starke Bewegungen momentan im Handelsbereich, im Handelsumfeld, wo beispielsweise Unternehmen wie P&C oder Bräuninger ebenfalls den NPS als KPI nehmen und messen. Und beispielsweise bei P&C ist mir letztens aufgefallen, habe ich ein Terminal gesehen am Ausgang, wo man dann halt seinen NPS-Wert über so ein Terminal als Besucher von Pico und Kloppenburg eingeben kann. Das macht Bräuninger mittlerweile genauso. Mhm. Auch über ein Terminal, was dann bereitgestellt wird. Und da würde ich schon sehen, dass diese Firmen oder dieser Bereich auch schon recht fortschrittlich ist in seiner Denkweise, in der Kundenorientierung per se. Da entstanden ja auch so Themen wie beispielsweise die Kundenbonuskarte oder Kundenclubs im Handelsumfeld. Auch das sind ja Indikatoren, dass gerade dieses Umfeld sehr, sehr stark und fortschrittlich ist. Wir reden ja viel gerade so um diese digitale Transformation und sind uns, glaube ich, einig, dass es viele Unternehmen gibt, die sind vorne dabei und viele, die sind noch extrem hinterher. Mhm. Eignet sich NPS als Startpunkt überhaupt, sich mit Digitalisierung näher zum Kunden und Daten, Umgang mit Informationen und mit Strukturen zu beschäftigen? Ich denke ja, weil der NPS einen großen Vorteil darstellt. Er wird standardisiert erfasst nach bestimmten Regeln. Er lässt bestimmte Benchmarks zu. Das heißt, man kann sich sehr, sehr schnell und einfach vergleichen mit den Key-Wettbewerbern der jeweiligen Branche. Persönlich halte ich nichts davon, sich mit anderen Branchen zu vergleichen, weil Produkte und Prozesse sehr unterschiedlich sind. Das ist mir in einigen Gesprächen heute aufgefallen, dass da einige Unternehmen dies tun und davon würde ich abraten. Aber der NPS aufgrund der standardisierten Erhebung und aufgrund der Vergleichbarkeit ist definitiv der beste Wert, um letztendlich einen ersten Start zu setzen und zu sehen, wo stehen wir jetzt und wo stehen wir in 12 Monaten oder wo stehen wir in 24 Monaten, weil es halt standardisiert erfasst wird. Ne? Und man auch relativ schnell auch die Korrelation sehen kann zwischen dem NPS und den finanziellen Ergebnissen. Das ist ja auch die Beauty dieses NPS, der NPS-Messmethode. Ja, sehr, sehr cool. Carsten, herzlichen Dank für die Insights. Ich finde es total spannend zu sehen, wie von innen heraus so ein Thema auch getrieben werden kann. Gerne. Und wünsche dir noch einen schönen Abend und viel Spaß hier auf der Konferenz. Danke, vielen Dank fürs Interview.